Ich habe das ja an unserem Persönlichkeitsmodell gezeigt. Wenn ich sage, da ist der Mensch und da ist die raue Wirklichkeit und wie kann der Mensch mit der Wirklichkeit umgehen, dann habe ich polarisiert. Dann muss ich immer überlegen, wie können Ansprüche der Gesellschaft und menschliche Selbstverwirklichung irgendwie zusammengehen, Humanität und Effektivität und was da alles für Themen gibt. Wir haben das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit entwickelt, das Rollenmodell, wo wir sagen, der Mensch ist von vornherein der Mensch auf den Bühnen dieser Welt. Also da wird gar nicht erst Mensch und Welt unterschieden, sondern Mensch ist Mitspielen in der Welt. Und dann muss ich da auch gar keine Brücken bauen, sondern kann ich mir fragen, wie spiele ich mit in der Welt? Also es ist ein Persönlichkeitsmodell, das nachher nicht solche Zusammenführungsprobleme hat von unnötigen Polarisierungen, die einfach Gewohnheiten sind, die im Moment aber keinen Unterschied bilden, der relevant ist, sondern einen Unterschied erzeugen, mit dem ich dann überbrückenderweise dauernd arbeiten muss und gar nicht merke, dass das ein Folgeprodukt meiner falsch polarisierten Denkweise ist. Ja, und wenn ich dann die Dinge zusammenkriege, kann ich dann natürlich inadäquat integrieren. Da gibt es dann durchaus Kongressbeiträge oder Schriften in Fachzeitschriften, wo dann versucht wird, unter Beibehalten unsinniger Aufteilungen das dann irgendwie miteinander zu versöhnen. Aber das ist meist eine relativ hirnrissige Lösung. Ich habe auch, das kann ich jetzt auch nicht machen, das 12 Beschreibungen von Wirklichkeitsbildern, also Eigenschaften von Wirklichkeitsbildern entworfen, die einen Eigenwert hat. Ich will es an einem Beispiel zeigen, welche praktische Relevanz das hat. Es geht mir ja nicht darum, jetzt einfach nur hirnrissige Kopfgeburten zu erzeugen. Der Unterschied zwischen Stabilität und Konstanz eines Wirklichkeitsbilds. Also sehr viele Teams leiden daran, dass sie eine Vorstellung, wie sehen wir das und was würden wir daraus schließen, bauen die ein gemeinsames Wirklichkeitsbild aus. Dann treffen sie sich 6 Wochen später wieder, das mit dem Protokoll hat leider nicht geklappt, die Protokollantin hat es auch nicht so ganz verstanden und nächstes Mal wissen sie nicht mehr, was das Bild war, das wir letztes Mal gewonnen haben. Also da ist das Problem, dass das Bild nicht stabil ist. Und die Konsequenz wäre natürlich, was können Sie dafür tun, die erarbeiteten Wirklichkeitsbilder auch in Formen zu bringen, dass Sie Fokusstabilität und Bildstabilität entwickeln. Und das ist ein ganz anderes Thema, als wenn ein Konstanz. Und das ist ein ganz anderes Thema, als das, was ich Wirklichkeitsstabilität genannt habe. Da wird nämlich ein Wirklichkeitsbild aufgebaut und dann kommt irgendjemand, hat eine Idee und beschreibt es ganz anders. Und das mühselig vorher zusammengebaute Wirklichkeitsbild kollabiert bei der kleinsten Konfrontation mit einem anderen Wirklichkeitsbild. Da ist das Wirklichkeitsbild nicht stabil genug. Da muss ich sicherstellen, dass nicht jede Idee gleichwertig gehandelt wird mit einem vorläufigen Ergebnis eines komplexen Diskussionsprozesses. Und unsere Gesellschaft sieht das ja vor, das sagt, Leute können Ideen haben, aber wenn die für die Gesellschaft gültige Wirklichkeitsbilder daraus werden sollen, dann muss es je nach Anliegen auf unterschiedliche Weise stabilisiert werden. Es muss also in Antragsverfahren, es werden Gesetze gemacht, Gesetze können nur mit 2/3 Mehrheit wieder geändert werden. Das sind alles so Dinge mit Fragen, wie man mit Fragen von Stabilität von Wirklichkeit umgeht, während Fragen von Konstanz von Wirklichkeit, das hat irgendwas damit zu tun, dass man daran erinnert, dass Demokratie nicht nur wählen ist, dass man Gedenkstätten aufbaut, dass die Leute etwas, was sie schon mal gewusst haben, ihnen nicht einfach wieder wegrutscht. Und das macht ganz praktisch einen großen Unterschied, ob ich zu dem Schluss komme, dass ein Team nicht in der Lage ist, angemessene Stabilität in seinen Wirklichkeitsbildern zu erzeugen. Und immer einer, dem das nicht gefällt, weil das Arbeit für ihn bedeuten würde, hat eine tolle andere Idee und alles ist wieder durcheinander. Oder ob es einem Team nicht gelingt, das, was es eigentlich schon mal erarbeitet hat, sich auf dem Niveau zu halten, dass man nächstes Mal drauf aufsetzen und weitermachen kann. Bringt völlig unterschiedliche Maßnahmen. Und so habe ich noch 10 weitere Beschreibungen von Wirklichkeitsbildern, aus denen man unmittelbaren Verständnis des Umgangs mit Wirklichkeit eines Menschen oder einer Organisation ableiten kann und auch ganz konkrete Interventionsdesigns daraus ableiten kann.
dann nach der Pause weiter oder war das jetzt Schluss? Wirklichkeit ist damit Schluss. Nachher kommt Intuition. Also du hast da ganz viele Bilder von gemacht und dann lässt du uns dann mit dem Regen stehen. Soll ich dir sagen, was du draus schließen sollst? Verüb immer Treue und Redlichkeit. Bis in das kühle Grab. Ja, das ist ganz klar. Das ist ein bisschen anstrengendes Kapitel. Einmal, weil es, oder kann es so sein, ich höre ja, dass es nicht alle so empfinden. Erstens ist es relatives Neuland. Ja? Ich glaube, je abstrakter etwas ist, wenn es richtig abstrahiert ist, desto höher ist der Wirkungsgrad in der Konkretisierung. Wie Popper schon gesagt hat, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Und wir können auf diese Weise, Popper, ja, es gibt, wir können auf diese Weise Interventionsstrategien entwickeln, die sich an der Art der Konstruktion von Wirklichkeit von Teams orientieren, die auf ganz viele Themen eine viel größere Wirkung hat, als wenn wir diese Themen an sich abarbeiten. Aber das ist auch noch ein Stück Zukunftsmusik, wenn euch das interessiert, helft mit, das zu entwickeln. Da heben wir uns langsam erst so, also wir Praktiker, die Philosophen beschäftigen sich mit so Dingen ja lang, die haben nur das Problem, die Füße auf den Boden zu kriegen. Wir haben die Füße auf dem Boden, müssen auch meist zu Fuß gehen, wir haben das Problem, an der Stelle ein bisschen den Kopf über die Wolken zu kriegen. Und ich versuche euch ein bisschen zu sagen, warum sich das lohnt und dass dann aber natürlich schon auch noch ein bisschen Arbeit auf uns wartet, daraus gutes Handwerkszeug zu machen. Und jetzt machen wir Pause, 20 Minuten. Reicht 20 Minuten? Bis um 20:30. Also ich hatte jetzt natürlich nicht so ganz die Ruhe, euch diese weiteren Dinge mit dem konstruktiven Ansatz noch weiterzuentwickeln. Wenn da verschärftes Interesse ist, kann ich da morgen, wenn wir noch ein bisschen Spiel haben, gern nochmal das Ausführliche machen. Auf der anderen Seite, ich hoffe, dass trotzdem angekommen ist, dass da ein ganzes Feld der Konzept- und Methodenentwicklung und in einer Weise auch eine Ebene zu erarbeiten ist, die eine hohe multiplikative Wirkung hat, weil sie in die Steuerung reingeht und nicht in Probleme in der Umsetzung von Steuerung und in die Herstellung von Steuerung mit diesem wirklichkeitskonstruktiven Ansatz. Und von daher genauso wie der Wirklichkeitsstilansatz, über den ich noch nicht gesagt habe, vielleicht auch hier auch gar nicht viel sage, den wir auch seit Jahren schon, mit dem wir unterwegs sind, dass die Menschen ihnen klar ist, mit welchem Stil in der Wirklichkeit sie unterwegs sind und dass man auch den beschreiben und weiterentwickeln kann, weil die meisten Kooperationen zwischen Menschen scheitern eigentlich nicht an den unterschiedlich inhaltlichen Ansichten, sondern an den unterschiedlichen Stilen, wie man überhaupt Dinge angeht. Die Ehen auch übrigens. Also da haben halt unterschiedliche Stile mit dem Aufräumen umzugehen oder mit dem Sex oder mit dem Essen und dem Theaterbesuch und Urlaub zu machen. Und der eine lässt es langsam angehen und nimmt die Hektik am Schluss im Kauf, der andere will immer am Anfang alles klar haben, damit es am Schluss ruhiger ist. Und es gibt so viele Dimensionen, in denen wir unterschiedliche Stile haben, Wirklichkeit zu inszenieren, dass erstens gut ist, uns die Stile anzugucken, welche sind dann auch wirklich die eigenen, die wir so haben wollen, und welche sind einfach Angewohnheiten, wo wir auch Spielräume entwickeln können, dem anderen entgegenkommen können, Kombinationen finden, Arrangements finden und Ähnlichem. Also da gibt es viele Reserven der Abstimmung zwischen Menschen und Möglichkeiten, mit ihnen beraterisch, erkenntnismäßig umzugehen, die heute durch die Klärung der Inhalte eigentlich mehr zu Fuß abgedeckt werden. Aber da könnte man manches Mal mit dem Hubschrauber unterwegs sein. Da arbeiten wir noch dran. So, jetzt wollte ich euch aber nicht gleich noch mehr erstmal, sondern, was ja auch passt zu dem Thema, das gleich kommt, Intuition und Wirklichkeit, mit einer geleiteten Fantasie euch helfen, diese gewisse
Bereitschaft, mal loszulassen und euch nach innen zu orientieren und euch mit dem zu beschäftigen, was euch ganz persönlich wirklich wichtig ist, voll zu utilisieren, indem ich da jetzt eine Fantasie anleite. Und nach der geleiteten Fantasie habt ihr auch Gelegenheit, noch so 10 Minuten, eine Viertelstunde so zu dritt, viert auch miteinander zu reden. Haben wir bisher auch ganz wenig gemacht. Letztes Mal habe ich ja öfter mal so Murmelgruppen eingefügt. Bisher habt ihr mir noch nicht genügend Unbehagen zurückgeschiftet, dass ich mich zu dieser Maßnahme genötigt sah. Aber jetzt wollen wir das ein bisschen nachholen. Das machst du die Tür gerade mal bitte zu. Ich kann jetzt natürlich das Geklapper auch utilisieren, was auch gut funktioniert. Denn wer mag es nicht, dass ihm jemand Frühstück macht, während er noch im Bett liegt? Also wenn es zumindest ein lieber Mensch ist und der weiß, welches Frühstück man mag. Ich hoffe, jeder kennt einen solchen Menschen. Und wenn ich das adressiere, ist es natürlich gar nicht störend, wenn es klappert. Für das Wohlige sich auf sich selbst besinnen. Also diejenigen, für die das ein guter Anker ist, die dürfen es weiter klappern hören, auch durch die Tür. Für diejenigen, die das nicht brauchen, die können auch die Segnungen der geschlossenen Tür für sich nehmen und irgendwas anderes in sich nutzen, um in diese nach innen orientierte, die Welt für einen Moment gut sein lassende, sich so ein Stück Erneuerung suchende Haltung zu finden. Es ist nicht für alle Menschen unbedingt die beste Art, sich zu erneuern, sich nach innen zu wenden. Manche können das in bestimmten Welten draußen am besten. Aber was ist schon außen und innen? Weil du hast in dir natürlich die Erinnerung an Welten draußen, die dir geholfen haben, dich ganz gut zu fühlen und dich zu finden. Das könnte eine Stelle an einem Bach sein und muss auch gar nicht aus der Heuzeit sein. Wer hat nicht Erinnerungen aus der Kindheit? Prägende Erinnerungen, die einem immer wieder einfallen, wenn man Interesse hat, in sich diese Stimmung, diesen Ort wiederzufinden, in dem die Welt noch so voller Wunder ist, wenn man sie neu angucken mag, indem man die Dinge, die man erlebt hat, gar nicht gleich einordnen kann und will, sondern lange mit ihnen erstmal umgeht, um ein Stück zu begreifen und zu erforschen, was könnte das denn sein und wie könnte ich denn irgendwie in der Welt ganz andere Perspektiven für mich entwickeln, wenn ich das bei mir behalte, was ich da erfahren habe. Und jeder hat so seine eigene Art, wann solche Orte für ihn richtig sind. Und es hat eine eigene Qualität, auch da sind Menschen nicht gleich. Manche erholen sich, wenn es lebendig und turbulent zugeht und sie dabei sich einfach mittreiben lassen können. Andere erholen sich am besten, wenn sie einen stillen Ort für sich finden. Zum Beispiel auf ihren Atem achten. Oder irgendetwas anderes nutzen, wie zum Beispiel das Rauschen eines Ventilators. Das mag vielleicht an eine Reise in ein heißes Land erinnern, wo der Ventilator geholfen hat, dieses Land zu genießen, obwohl manches schwül und auch fremd ist in diesem Land. Wieder andere suchen die Erholung zum Beispiel in einer Wanne mit duftendem Badewasser in einer angenehmen Temperatur.
spüren das Schwappen des Wassers um den Körper spielen. Und es ist so schön, so ganz loslassen und sich auch tragen lassen zu können. Bei wieder anderen ist es vielleicht dieses Wohlgefühl, das sich beim Joggen einstellt. Und die Erfahrung, dass, obwohl man gar nichts so Besonderes denkt, fühlt oder meint, sondern einfach vor sich hin joggt und sich umguckt und atmet, irgendwas in einem ganz gut aufräumt, die Dinge durchkaut, die neu angekommenen Bilder und Eindrücke an den richtigen Platz stellt, vielleicht ein bisschen dazu umräumt, damit die den richtigen Platz kriegen. Und wir alle haben ja meist relativ viel schon Ausstattung in uns drin, sodass es manchmal gut ist, auch bei der Gelegenheit Dinge, die man vielleicht so nicht mehr braucht, auszuräumen. Und ihnen zu danken, dass sie so lange Begleiter des eigenen Lebens waren, selbst wenn man sie vielleicht über Jahre schon gar nicht mehr so recht beachtet hat. Und sie irgendwo vielleicht auf einem Basar zur Verfügung zu stellen oder einfach irgendwo zu verstauen, wo man gelegentlich noch dran vorbeikommt, aber nicht mehr dort, wo man jeden Tag sein Leben gestaltet. So hat jeder seine ganz eigene Art zu lernen. Und gerade dann, wenn Vertrautes mit zum Teil faszinierend Neuem, zum Teil mit noch etwas unverständlich Neuem sich mischt, für sich in einen Prozess zu gehen, der die Dinge betrachtet, beleuchtet, betastet, schmeckt, in der Fantasie oder automatisch, ohne es recht zu merken, in der Außenrealität ausprobiert, sodass im Lauf der Zeit von dem, was deinem Geistkörper zugeführt wurde, vieles, ähnlich wie bei der Verdauung, zerkleinert wird, eingespeichelt und bei dem Gang durch dich vieles davon umgewandelt wird in das, was dein eigenes werden kann und was künftig dich ein Stück weit ausmacht. Und manches davon bleibt als Rest übrig, weil aus irgendeinem Grunde es im Moment nicht gebraucht wird oder nicht aufgenommen werden kann und darf dann den Körper, den Geist auch als Ballast wieder verlassen, denn es wird zur rechten Zeit Neues nachkommen können. Und so wird aus Fremdem, das dir nahe kommt, in dich aufgenommen wird, durch deine eigene Art mit umzugehen, Eigenes. Deine Variante davon. Und natürlich kann man im Bereich des Essens hoffen, dass es gesunde Kost ist, nicht unnötig belastend. Aber es ist auch manchmal so, dass eine neue Kost, so gesund sie ist, ein bisschen der Körper etwas ungewohnt darauf reagiert, ein paar Umstellungsprobleme da sind. Auch Blähungen muss man da nicht unbedingt als negative Zeichen nehmen. Aber zu viel Ungewohntes ist natürlich auch nicht gut, weil der Organismus muss es ja irgendwie integrieren und auf gute Weise nehmen können.
Natürlich weiß ich nicht, wie deine Hauptempfindungen sind, so während dieses Seminars und während dieser Referate. Zumal ja bei vielen Menschen, die so eine Situation, viele Szenen im Hintergrund weckt von Lehr-Lernsituationen, Erkenntnismöglichkeiten, auch Schule, vielleicht wo Schule gut war, so wie sie immer sein sollte. Und manches auch, wo es nicht ganz so leicht war, sich das wirklich auch auf gute Weise zunutze zu machen, was angeboten war. Und man selbst nicht immer die ganze Offenheit und Zuversicht und Vitalität hatte, auch alles zu würdigen und aufzunehmen. Und ich habe aus diesem Kreis schon öfter jetzt Formulierungen gehört, wie so hätte ich mir Vorlesungen eigentlich gewünscht. So hätte ich gerne oft lernen wollen. Schön, dass es heute möglich ist. Und natürlich freut es mich, wenn das, was ich zu bieten habe, so inspiriert und auch von dem Vorgang des Hörens, Mitschwingens, innerlich eigene Erlebnisse und Erkenntnisse aktivierens als lebendig und auch als ein bisschen beglückend empfunden wird. Und vielleicht ist das Verena Kast, die Tiefenpsychologin, hat ja vorgeschlagen, dass es gut ist, Glücksbiografien sich zu vergegenwärtigen. Nach dem Motto, das Leben ist im Rückblick die Erzählung, die man aus ihm macht. Und so hast du vielleicht Lust, auch für einige Momente Bilder und Szenen und Momente, in denen Lernen und Neues erfahren und dich Auseinandersetzung beglückend war, auftauchen und sie wie auf einer Perlenkette oder in einem glücklichen Lern-Lehrtagebuch Bild für Bild davon einzukleben. Manchmal gibt es da auch Überraschungen. Man blättert weiter und sieht plötzlich ein Bild, das vielleicht lange vergessen war. Und es tauchen nicht nur Situationen auf, in denen richtungsweisendes, seelisch und geistig belebendes geschehen ist, sondern auch die Menschen. Vielleicht tauchen auch die auf, die dabei nicht so eine glückliche Rolle gespielt haben, aber in einem Glückstagebuch, da wollen wir die Scheinwerfer auf die richten, die eine hilfreiche, eine glücksfördernde Wirkung dabei auf uns hatten. Und vielleicht sind es auch nicht nur die Erinnerungen an die Lernmomente, sondern an das, was dann später geschehen ist, was daraus geworden ist. Sei es, dass du dich plötzlich anders gesehen hast oder etwas anderes getan und erlebt hast, oder dass du gemerkt hast, dass deine Einstellungen sich verändert haben oder du andere Arten hattest zu denken und Dinge zum Thema zu machen.
und manchmal nicht mal so recht wusstest, wie das sich in dir entwickelt hat und wo genau das herkommt. Und das ist ja auch nicht so wichtig. Es ist dein Eigen, denn du hast es aufgenommen und zu deinem eigenen gemacht. Manchmal erkennt man erst, was geworden ist, wenn man gefordert ist, andere daran teilnehmen zu lassen, etwas weiterzugeben. Wenn man verwundert feststellt, dass man andere Dinge beschreibt, anderes in den Vordergrund hebt als sonst an dieser Stelle. Indem man merkt, dass Dinge, die einen zu bestimmten Gedanken, Gefühlen, Empfindlichkeiten, Reaktionen normalerweise aufgereizt haben, dass aus irgendeinem Grunde diese Knöpfe nicht mehr funktionieren, sondern ganz andere Dinge wach werden und damit auch ganz andere Situationen entstehen. Vielleicht doch andere Menschen, andere Seiten von den Menschen, die du kennst, in den Vordergrund kommen. Oder auch Menschen in den Hintergrund treten und neue Menschen in den Vordergrund kommen, die besser zu dem passen, was in dir neu geworden ist. Möglicherweise sind durch meine Worte in dir Bilder und Szenenstränge wach geworden, zu denen sich noch manches versammeln wird, so nach und nach. Nicht alles taucht gleich auf aus dem Archiv, aber es kann sich versammeln, so wie sich Vögel im Herbst auf einem Telegraphendraht versammeln. Man merkt es gar nicht so richtig und plötzlich sind ganz viele da und Aufbruch steht an. Dann kann sich noch einiges weiter bewegen auf deinen inneren Bühnen. Und es gibt keinen Grund, das jetzt abschließen oder unterbrechen zu wollen. Gleichzeitig ist es so, dass draußen auf dieser Außenbühne dieses Seminars Aufmerksamkeit gefordert wird, sodass du mit einem Teil nach und nach in das Wachbewusstsein zurückkehren kannst und die Aufmerksamkeit vielleicht nur zu einem Teil mit gutem Kontakt zu den Hinterbühnen auf diese vordere Außenbühne verlagerst, in der du auf deinem Stuhl sitzt als Teilnehmer dieses Seminars, an einem relativ schwülen Juni-Nachmittag im Jahr 2009,
ganz behutsam findest du deine eigene Art, dich auf diese Vorderbühne zu begeben und in gutem Kontakt mit den Hinterbühnen zu bleiben. Und dort darf auch vieles sich weiter entfalten, was angestoßen ist. Ja, und ich merke, wie ihr dieser Anregung gefolgt seid, weil überall regelt es sich und die Körper bewegen sich. Und so wie jeder seine ganz eigene Art hat, in diese Trance hineinzufinden, hat er auch seine ganz eigene Art, aus ihr zurückzufinden. Es gibt welche, die, wenn der Wecker läutet, sofort aufspringen, und es gibt manche, die bis zum letzten Moment ausharren, aber dann doch zur rechten Zeit die Augen öffnen, um sich an dem Tag, an dem alle anderen auch lebendig teilnehmen, anwesend zu sein. So, ich lade euch jetzt ein, ohne allzu sehr in Alltagsorientierung euch zu stürzen, euch so drei andere zu suchen und irgendwo im Raum euch eine Viertelstunde zu nehmen, euch einfach zu erzählen, was in der Zeit, in der ich hier geleitete Fantasie angeleitet habe, in eurer Selbstanleitung geschehen ist, was ihr erlebt habt, was ihr erinnert, was euch bewegt oder auch einfach wie der Vorgang für euch war oder wo immer ihr sonst jetzt gerade seid. Einfach erzählen, Anteil nehmen, Anteil geben, um mehr geht es im Moment nicht. Also drei andere und 15 Minuten. Es geht hier im Plenum weiter. 16:45.